Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the bad guys. With the bad guys. Hier in Skagen auf der Ida Mar und damit beginnt auch meine Reise jetzt, und zwar Norwegens Fjorde mit der Ida. Gestern Abend ging es ja in Warnemünde los und jetzt sind wir hier in der nördlichsten Stadt Dänemarks, und zwar in Skagen, und die schauen wir uns jetzt an. Wir haben einen Aufenthalt von 8 Stunden hier in Skagen und den werde ich auf jeden Fall jetzt nutzen. Und zwar geht es für mich nach ganz vorne an die Spitze, und zwar an dem Punkt, wo Nord- und Ostsee aufeinandertreffen. Ich bin jetzt hier in Skagen, schön direkt am Meer. Da drüben ist sie, die Vipperfreid heißt es ungefähr auf Dänisch. Das ist quasi eine alte Version eines Leuchtturms, eine sogenannte Kipplaterne. Die konnte man damals eben dann hochziehen, um als Leuchtturm zu dienen, oder eben nach unten fahren, denn dann war sie nicht mehr sichtbar. Ich befinde mich jetzt hier bei den Bunkeranlagen in Skagen, und zwar hat damals 1941 hier die Kriegsmarine angefangen, eben diese ganzen Bunkeranlagen und Geschützpunkte aufzubauen, um sich gegen eine Invasion der alliierten Kräfte halt zu verteidigen können, und dafür haben sie sich quasi den nördlichsten Punkt von Dänemark genommen und hier eben diese riesigen Bunkeranlagen aufgebaut. Und falls ihr euch noch mehr über Bunker anschauen wollt, dann geht auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung, da habe ich nämlich eine Playlist verlinkt, und ich war vor ein paar Jahren schon mal hier oben in Dänemark und da haben wir uns einige Bunker angeschaut, also checkt das auf jeden Fall mal aus. Da sind wir teilweise sogar durch die Bunker durchgegangen. War auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sache. Ich gehe jetzt noch ein Stückchen weiter, und zwar bis zur Spitze, wo Nord- und Ostsee aufeinandertreffen. Nördlichster Punkt Dänemarks, Parkplatz und natürlich, was gibt's? Tesla und natürlich auch eine Ladestation. Das ist einfach praktisch. Hier oben in Skandinavien gibt es halt überall Ladestationen. Aber muss man ja sagen, gibt es mittlerweile in Deutschland auch echt an jeder Ecke, was sehr, sehr geil ist. Das hier hinter mir ist ja der nördlichste Punkt Dänemarks und somit auch der Ort, an dem Nord- und Ostsee aufeinandertreffen. Und hier ist natürlich wieder mega voll, vor allem weil natürlich die ganzen Leute vom Schiff quasi, so wie ich auch, jetzt hierher unterwegs sind. Auch viele mit dem Traktor da unterwegs. Im Allgemeinen mache ich lieber die Ausflüge einfach auf eigene Faust, laufe lieber selber rum, anstatt mir dann irgendwelche Bustüren zu buchen. Ein großer Nachteil natürlich, wenn man, so wie ich, das Ganze alles zu Fuß immer macht und ohne eben auf dem Bus, ist, dass man ewige Strecken laufen muss. Zum Beispiel jetzt habe ich von da hinten, bis ich wieder am Schiff bin, 1 Stunde Wegzeit, und die muss ich jetzt erstmal gehen. Leute, willkommen in der Wellness-Oase. Ich habe den kompletten Bereich gerade für mich alleine. Es sieht nicht gerne, in der Mitte ist dieser riesige Whirlpool. Und hier oben gibt es überall Liegen und vorne, da gehe ich jetzt mal raus, denn da ist die Wellness-Terrasse und da ist man direkt beim Captain einfach vorne direkt am Bug des Schiffes. Das ist natürlich hier mega geil, vorne direkt drauf, du hast einen super geilen Blick, und was ich gerade entdeckt habe ist, da unten hat einfach einer einen privaten Whirlpool, das ist bestimmt irgendeiner von der Crew oder sowas, dass der Captain den eigenen Whirlpool hat. Mega geil, aber man hat hier auch einen richtig tollen Rundumblick.
Und so sieht das aus, wenn ich hier eine schöne Timelapse aufnehme. Mit der Decke drum, schön eingemummelt, die Kamera auf Stativ gestellt und auch einen kleinen Hocker, damit sie übers Geländer gucken kann. Und dann gibt es eine schöne Timelapse. Aber mir ist jetzt richtig arschkalt, weil es hier draußen extrem windet. Deswegen gehe ich jetzt noch wieder rein.